ist schwierig zu beschreiben. Aber ich kriege unglaublich schnell den Kopf frei. Das ist halt kein 9-to-5-Bürojob. Ich arbeite auf der Straße, weil ich nicht im Büro sitzen möchte. Macht Spaß. Und entwickelt es echt langsam zu einer Leidenschaft. Also, man hat den ganzen Tag auf, sie muss bequem sein, klar, sie muss wasserdicht sein, klar. Man lebt damit mehr oder minder. Die Funktionalität, die kommt aus der Erfahrung von demjenigen, mit dem wir dann arbeiten. Seine Erfahrung, seine Bedürfnisse, was braucht er, was hat er vermisst in all der Zeit, in der er arbeitet, an einer Tasche. Wir hatten uns mal verständigt über so, wie das Ding dann aussehen soll. Und dann gab es irgendwann den ersten Prototypen, den ich dann gefahren bin, den ich ausprobiert habe. Hab alle möglichen Quatsch gemacht, bin mit dem Ding duschen gegangen, es hielt dicht. Seitdem glaube ich an das Material. Ja, die Richtung war richtig. Und von da an ging es über etliche Prototypen immer wieder um Details. Sachen, die mir nicht gefallen haben, Sachen, die mir, wenn ich damit gefahren bin, aufgefallen sind. Hier größer, da kleiner, da hätte ich gerne noch das und das. Das ist eine besondere Messenger-Tasche. Sie hat Funktionen, die viele andere Taschen nicht haben. Sie hat einen reflektierenden Streifen, den man aber auch durch beispielsweise Firmenwerbung ersetzen kann. Magnetisch funktionierende Verschlüsse, Mesh-Einsatztasche, eine Schnalle fürs Fahrradlicht, Außentaschen für Getränke, Schloss, ein großes Dokumentenfach in DIN A3, um auch größere Sachen knickfrei transportieren zu können. Eine Werkzeugtasche, immer wieder sehr praktisch. Die Innentasche ist herausnehmbar, damit man die Außentasche waschen kann. Eignet sich auch hervorragend, wenn man einen Abend draußen verbringt, als Sitzpolster oder Kopfkissen, wenn es mal länger dauert. Ein Gurtsystem mit einer kleinen Tasche für Kleingeld und sowas. Beidseitig tragbar, also rechts und links. Vielleicht sollte man damit keine Werbung machen.